Mein Name ist Ulf Gallert. Ich bin der Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt und Ihr Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. Die Menschen haben in den letzten Jahren hier in diesem Land viel erreicht. Aber es gibt eine Reihe von drängenden Problemen, die unbedingt gelöst werden müssen. Ja, Sachsen-Anhalt ist das Land mit der höchsten Arbeitsproduktivität im Osten Deutschlands, aber gleichzeitig das Land mit den geringsten Löhnen in der gesamten Bundesrepublik. Und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze hat sich seit 2002, seit der Regierungsübernahme der CDU, hier schlechter entwickelt als in allen anderen ostdeutschen Bundesländern. Wir geben viel Geld für Bildung aus, aber vor allen Dingen die Qualität der Schulabschlüsse ist absolut nicht zufriedenstellend und sie hängt viel zu stark vom Elternhaus ab. All das sind Probleme, die wir lösen wollen. Dafür hat die Linke die richtigen Konzepte und die richtigen Personen. Wir laden Sie ein und wollen gemeinsam mit Ihnen das Land Sachsen-Anhalt sozial gerechter und zukunftsfähig machen. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Stimme am 20. März bei der Landtagswahl.